Die britische Polizei hat am Dienstag einen Mann festgenommen, der mit einem Schwert mehrere Menschen angegriffen haben soll. Dabei verletzte er auch einen Teenager. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht, starb jedoch später an seinen Verletzungen. Der Täter soll zuerst mit einem Fahrzeug in ein Haus gefahren sein und anschließend Menschen in der Nähe einer U-Bahn-Station angegriffen haben. We know now that during the incident five people were injured, three members of the public and two of my local officers who were responding to the call. Two of those members of the public remain in hospital. Thankfully their injuries are not believed to be life-threatening. The two Met police officers are also currently in hospital with stab wounds. Both require surgery and have significant injuries, but we believe at this stage that they were not life-threatening. Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben der Polizei 36 Jahre alt. Zu seinen möglichen Motiven gab es keine Angaben. Die Polizei geht aber davon aus, dass er seine Opfer nicht gezielt ausgewählt hat und dass es keinen terroristischen Hintergrund gibt.